So, hallo zusammen. Diesmal habe ich mir die Inspiration bei mir selber geholt. Das muss ich ja leider mal zugeben. Und zwar habe ich beim Aufräumen dieses kleine Umschlagtäschchen gefunden. Das ist bestimmt schon 5, 6 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Hier vorne ist ein kleines Telefon drauf. Hier ist gestempelt. Die Dame hat dann noch eine kleine Brille bekommen. Und voilà. Dann geht das Ganze so auf mit lauter kleinen Umschlagtäschchen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das hatte ich dann damals noch eine Nummer größer gemacht. Und zwar in dieser Größe hier. Auch eine Tasche aus lauter blauen Umschlägen. Naja, und als ich es in der Hand hatte, dachte ich daran, es gibt doch diese wunderbaren Pultordner, in denen man alles immer so schön vorsortieren kann. Und manchmal ist im Büro so viel zu tun, dass ich gar nicht dazu komme, entweder meine Ideen zu verarbeiten oder auch in mein Tagebuch zu schreiben oder entsprechend die Fotos von dem Monat bereitzulegen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mir doch einen Pultordner aus Umschlägen selber. Das Ganze sollte etwas größer sein. Und zwar diese Größe hier. Dazu habe ich A5 also nicht A5 Umschläge, sondern Umschläge verwendet, wo letztendlich A5 Größe alles reinpasst. Das Ganze hier in diesen Kasten getan. Hier seht ihr die 12 großen Umschläge. Die Umschläge, die ich verwendet habe, habe ich ehrlich gesagt meinem Mann Stibitz. Die haben schon so schlecht geklebt. Die habe ich einfach ringsrum zugeklebt und dann an der oberen Kante wieder aufgemacht. Das ist jetzt mein Pultordner, mein selbstgemachter. Hier seht ihr diese Umschläge. Die habe ich dann alle mit passendem Papier, also die Ränder erst distressed und dann mit passendem Papier beklebt. Dadurch war es auch völlig egal, ob die Umschläge jetzt noch geklebt haben oder nicht. Und weil ich noch nicht genau wusste, was ich damit machen will, ob es wirklich ein Vorordner sein soll oder vielleicht für Rezepte, habe ich hier lauter kleine Folder reingemacht. Ich habe jetzt erstmal die Monate drauf gemacht, weil das noch Material für das Jahr 2014 ist, was ich noch nicht komplett verarbeitet habe. Also bis September, bis hierhin bin ich soweit. Aber ihr seht, Oktober, November und Dezember ist noch voll. Das habe ich noch nicht in mein Smashbook eingeklebt. Da brauche ich noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können mit meinem Folder. Man kann ihn entweder so hinstellen oder auch so, dass er so im Regal steht. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das als Boden verwende oder vielleicht noch einen Namen draufschreibe. Aber naja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können. Vielleicht habt ihr auch Lust, so was Ähnliches nachzumachen, dass ihr ein bisschen Ordnung auf dem Tisch habt. Das könnten wir ja alle gut gebrauchen. Und naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.